Eisenbahninfrastruktur Aurich-Emden lud am Mittwoch, dem 5.6. zu einem öffentlichen Planungsgespräch in die Aula der Haupt- und Realschule Mordorf ein. Bürgermeister Friedrich Süßen begrüßte die rund 250 Gäste und stellte die Repräsentanten vor. Die Sachen anschließend hier an der Leinwand vorstellen und danach, denke ich, wenn Fragen auftauchen, können Sie die Fragen stellen. Ich glaube, wir müssen allen mit einer Zeit. Der Projektleiter Theodor Robbers erläuterte den Planungsstand des millionenschweren Projektes. Viele von Ihnen, aber auch ganz sicher nicht alle in Aurich. Deswegen werden wir hier mit einer kurzen Übersicht über das Projekt anfangen. Ich stelle das Ganze noch einmal vor, auch noch einmal vom Stand her. Um das Projekt realisieren zu können, sind, ich sag mal, die monumentalen Bauarbeiten eigentlich weniger in Mordorf. Die sind eigentlich mehr in Emden. Emden bekommt eine zweite Eisenbahnklappbrücke. Das ist schon ein Bauwerk. Die Mordorfer sind weitgehend gut über das Projekt informiert. Das führt immer noch zu den gleichen Diskussionen, das führt auch immer noch zu den gleichen kritischen Diskussionen, das gehört sich auch so. Ingenieur Herr Schönhoff stellte anhand von Plänen die technischen Umbaumaßnahmen vor. Das heißt, hier ist eine zweigleisige Strecke. Das heißt, diese Symbolik hier mit dem kleinen schwarzen Dreieck, was hier ist, ist eine Weiche. Nur jetzt zur Information. So, hier in dem Bereich, man sieht es, hier ist eine Weiche und hier ist eine Weiche, werden wir zweigleisig werden müssen. Normalerweise findet die Einbindung der Bürger erst im Genehmigungsverfahren statt. Das heißt, erst wenn die ganze technische Planung in dem Sinne schon festgeklopft ist. Das heißt, diese Veranstaltung, die wir jetzt machen, ist für mich auch für mich außergewöhnlich. Insoweit ist das auch ein Zeichen dafür, dass wir hier offen sein wollen, dass wir mit Ihnen reden wollen, dass wir Ihre Vorschläge auch annehmen möchten. Im Anschluss nutzten die Anwohner die Chance, ihre Fragen zu stellen. An allen Bahnschranken endlose Wartezeiten sind. Denkt irgendjemand auch an die Anwohner, die jetzt nördlich dieser Bahnstrecke wohnen? Die sind praktisch von Mordorf abgehängt. Von teilweise von Schulen, von Einkaufsstätten. Wir werden hier in Mordorf eine vergleichbare Situation haben. Sie fahren heute durch Mordorf mit einem Güterzug, mehr als 20 Minuten. Sie fahren dann noch 3 bis 4 Minuten. Das war's. Das heißt, wenn Sie vorne in Mordorf versuchen, mit dem Auto gegen den Bahnübergang anzufahren, dann haben Sie am Ende schon wieder grünes Licht. Das wird definitiv so kommen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Sie fahren ja dann auch mit 50 durch Mordorf. Sie halten kein einziges Mal mehr an. Sie müssen heute mehrfach anhalten mit dem Zug. Und Sie haben auch faktisch weniger Schwerlastverkehr auf der Straße. Nämlich jeden Schwerlastverkehr, den Sie auf dem Zug haben, haben Sie dann nicht mehr auf der Straße. Definitiv. Ich kann auch vorweg sagen, ich bin absolut dafür, dass der Schwerlastverkehr von der Straße auf die Bahn verlegt wird. Selbstverständlich bin ich auch aus ökologischen Gründen dafür, dass Innerbronn zumindest sehr referiert von dieser Maßnahme. Aber was wir bisher ja nur diskutiert haben oder was wir vorgestellt bekommen haben, das sind hauptsächlich technische Dinge gewesen oder auch ökonomische. Wobei für mich immer noch die Frage nach dem Kosten-Nutzen-Relation ist. Was zum Beispiel bringt es für uns hier in der Gemeinde Südgrobmannland? Welche Kosten, welche Nutzen haben wir davon? Wenn also eine riesen Euphorie, eine riesen Power sich auf einmal gegen so ein Projekt stellt, dann wird es schwer für das Projekt, das ist doch klar. Fakt ist aber auch, die Reaktivierung hat eine ähnliche kritische Stimmung hervorgerufen. Damals waren wir hier im Hotel Herbert und mittlerweile haben sie dort eine Gießerei. Und wenn wir uns jetzt mal auf dieses Lademaß konzentrieren, wenn ich hier Lademaße befördern kann mit mehr als 5 Meter, dann kann jedes zukünftig zu planende Gewerbegebiet für sein Gebiet dieses Lademaß nutzen und kann das Unternehmen anbieten, die vielleicht nicht Enercon heißen, die vielleicht im Bereich der Offshore sind, die jetzt andere Sachen machen, aber die gerne im Hinterland solche Produktionsstätten haben. Und Produktionsstätten der Windenergie, ob nun Offshore oder Onshore, sind nun mal durchaus gewünscht in den Regionen. Denn sie sind nicht laut, sie sind eigentlich auch erträglich, sie schaffen Arbeitsplätze der Energiewende, auf die wir alle hier so setzen. Also wir sind eigentlich doch auf einem ganz guten Wege. Aber auch wir müssen das natürlich alles noch belegen und das werden wir auch tun. Bürgermeister Friedrich Süßen war für ein Interview bereit und erläuterte noch einmal seine Sicht der Dinge. Es ist ein sogenanntes zweiteiliges oder zweischneidiges Schwert. Zum Teil ist es ja richtig,
dass also die 100 Bahnübergänge von Emden bis Aurich, die momentan jetzt bestehen, dann abgekürzt werden sollen auf insgesamt 5. Und für Südbrobenland würde das bedeuten, dass wir dann nur noch Bahnübergänge erhalten am Schwarzen Weg und zu den beiden Gehöften hinter dem Schwarzen Weg in Richtung Georgsheil und dann zwei oder drei, ich habe ja alles getan im Vorgespräch, 3 Übergänge zu erhalten, also einmal Neue Straße Richtung Viktorburg, zum zweiten Schultrift, aber die Variante, die im Kreuzungsbereich dann mit der Ikeser Straße verbunden ist und dann weiterhin dann neben dem Übergang des Georgsfelder Weges dann eine weitere Kreuzung, Ringstraße zum Schleusenweg. Uns wurden die Pläne vorgestellt bei der Stadt Aurich von der EAE und ich habe es für wichtig angesehen, vorerst sogenannte Halbstundengespräche, Einzelgespräche mit den beteiligten Anliegerinnen, Bürgern und Bürgern zu führen. Und weiterhin habe ich darauf gedrängt, heute oder an einem der nächsten Tage irgendwann, dann haben wir uns auf heute geeinigt, diese öffentliche Informationsveranstaltung nur für Südbrobenlander Bürgerinnen und Bürger beziehungsweise für Anlieger an der Bahnstrecke, auch wenn sie außerhalb wohnen, durchzuführen. Ob es nun durchkommt, diese ganze geplante Maßnahme, kann ich jetzt nicht beurteilen. Insgesamt, das wurde heute Abend auch ja vorgestellt, haben Sie ja mitbekommen, wird die ganze Bahn, wenn sie schneller wird und diese ganzen Kurven, Kleinkurvenbereiche rausgenommen werden, wird sie voraussichtlich leiser werden. Man hat uns erläutert, auch hier heute in der Veranstaltung und auch in der letzten Veranstaltung in der Stadthalle, dass die Geräusche durch die nicht mehr benötigten Drehungen der Eisenbahnräder wesentlich geringer werden. Ob es dann dadurch doch für die Anlieger im ersten Moment auch noch weiterhin störender wird als jetzt, kann ich nicht beurteilen. Schönen Dank. Allen Anwohnern der Bahn wird die Möglichkeit geboten, sich beim Einzelgespräch mit der EAE zusammenzusetzen, damit so jeder individuell beraten und informiert werden kann. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.aurich-emden-bahn.de.